Servus, liebe Leute, willkommen bei Startup Schlau. Mein Name ist Marc, ich bin Gründer aus Frankfurt am Main und ich habe das Food Startup Litza Low Carb Pizza von 0 auf über 50 Mitarbeiter und mehr als 5 Millionen Euro Jahresumsatz geführt und das Unternehmen 2020 erfolgreich verkauft. In dieser Zeit haben mein Mitgründer und ich zahlreiche Finanzpläne entworfen und auch wieder verworfen, weil ein Finanzplan, ein Plan, ist ja immer nur der aktuelle Stand des Irrtums. Nichtsdestotrotz, wir haben sehr viel über dieses Thema gelernt und dieses Wissen möchte ich euch in diesem Video weitergeben. Und zwar klären wir in diesem Video die Frage, was ist denn ein Finanzplan überhaupt? Was bringt der? Wie ist der aufgebaut? Und was kann man daraus lesen? Bevor es losgeht, ein riesengroßes Dankeschön an meinen Mitgründer Matthias. Matthias, ich durfte so viel über die vergangenen Jahre von deinem messerscharfen Verstand, von deiner Analytik und von deinen Excel-Skills profitieren. Ich könnte dieses Video heute nicht so machen, wenn du nicht gewesen wärst. Vielen Dank, lieber Matthias. Kommen wir zum Thema Nummer 1, nämlich der Begrifflichkeit. Es schwirren sehr viele Begriffe zum Thema Finanzplan, Businessplan, Kapitalbedarfsplanung, Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahmenüberschussrechnung und so weiter rum. Was bedeutet das alles? Ich möchte drei Begriffe highlighten, damit wir besser verstehen, worüber wir eigentlich sprechen. Und zwar Businessplan, Finanzplan und Kapitalbedarfsplan. Fangen wir an mit Businessplan. Businessplan ist ein Dokument, in dem deine Geschäftsidee und die Ausführung dieser Idee dokumentiert wird. Dafür gibt es zahlreiche Modelle oder Tools und ich möchte gerne das Beispiel des Business Model Canvas bedienen von Osterwalder und Pigneur. Schauen wir uns das mal an. Im Business Model Canvas geht es darum, einfach darzustellen, wie dein Geschäft funktioniert. Beginnen wir in der Mitte mit dem Wertangebot oder dem eigentlichen Produkt bzw. der Dienstleistung. Was macht das denn einzigartig? Gehen wir auf die rechte Seite zu den verschiedenen Kundensegmenten. An wen verkaufst du dieses Produkt oder die Dienstleistung? In welcher Beziehung stehst du zu diesen Kunden? Digital, physisch und über welche Kanäle verkaufst du das Produkt oder die Dienstleistung? Online oder wieder in der realen Welt. Auf der linken Seite wird beschrieben, über welche Aktivitäten und Ressourcen du es überhaupt schaffst, dieses Produkt oder die Dienstleistung herzustellen bzw. anzubieten und auch mit welchen Partnern oder Partnerfirmen du das gegebenenfalls stemmst. Der untere Block ist eingeteilt in die Finanzen, nämlich was kostet denn der ganze Spaß der Herstellung dieses Produkts oder der Dienstleistung und wie viel Geld verdienst du mit dem Verkauf des Produkts oder der Dienstleistung über welche Kanäle? An die entsprechenden Kundensegmente. Also eine sehr, sehr einfache Darstellung aller relevanten Themen, die zu einem Businessplan gehören. Kommen wir jetzt zum Finanzplan. Der Finanzplan ist nämlich Teil des Businessplans und konkretisiert genau die Art und Weise, wie du Umsätze erzielst, zu welchen Kosten, also welche Kostenblöcke und was daraus dann unterm Strich rauskommt, nämlich Umsätze minus Kosten, also Verluste oder Gewinne. Der Kapitalbedarfsplan wiederum ist Teil des Finanzplans und der Kapitalbedarfsplan definiert die nötigen liquiden Mittel, um überhaupt starten zu können und gegebenenfalls Verluste, die in den ersten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren eingefahren werden, zu decken. Das also ist die Unterscheidung von drei Begriffen, nämlich Businessplan, das ganz, ganz große, wo alles dokumentiert wird, der Finanzplan als Teil des Businessplans und die Kapitalbedarfsplanung als Teil des Finanzplans. Kommen wir zu Thema Nummer 2. Was bringt denn ein Finanzplan überhaupt? Ein Finanzplan hat mehrere Funktionen, zum Beispiel eine Plan- und Zielsetzungsfunktion. Stell dir also vor, du sitzt vor Excel und planst deine Geschäftsidee in Zahlen über die nächsten Monate und Jahre. Dann hat der Finanzplan das Ziel, dir überhaupt mal ein Gefühl zu geben, wo du in 3-4 Jahren mit dieser Geschäftsidee und allen Produkten und Dienstleistungen, die dazugehören, stehen könntest. Also was ist ein mögliches Umsatzpotenzial, was du in 2, 3, 4 Jahren erreichen könntest? Zu wahrscheinlich wie vielen Kosten und dann entsprechend mit wie viel Gewinn oder mit wie viel Verlust. Der Finanzplan hat auch die Funktion einer finanziellen Vorprüfung. Es ist wie eine Art Modell. Du bist noch nicht in der Realität, du bist noch nicht in der Wirklichkeit, sondern du versuchst dich modellartig deinem Geschäft zu nähern. Für wie viel Geld kannst du deine Idee, dein Produkt an wie viele Kunden verkaufen? Über welchen Zeitraum? Das gibt dir ein Gefühl für wie viel Umsatzpotenzial, wie viel Spaß, wie viel Marge ist da überhaupt drin.
Eine weitere Funktion ist das Bild der Zukunft. Du baust dir mit einem Finanzplan ein Zukunftsszenario. Du kannst mit verschiedenen Finanzplänen natürlich auch verschiedene Zukunftsszenarien bauen und findest raus, wie ökonomisch attraktiv deine Geschäftsidee oder dein Startup sein kann oder wie das werden kann. Eine weitere Funktion des Finanzplans ist die Validierung von Annahmen. Hinter deinem Finanzplan, sowohl in den Umsätzen als auch in den Kosten, stecken Annahmen. Wie viel Kosten generierst du im Bereich Personal? Wie viele Ausgaben für Marketing tätigst du? Und was lässt sich damit wahrscheinlich für ein Umsatzpotenzial erzielen? Und wenn man sich genaue Zahlen dann in Excel anschaut, dann stecken hoffentlich intelligente Annahmen dahinter, die man dann über die Zeit validieren kann. Weil man dann im Resultat sieht, was habe ich mir vor einem Jahr mal überlegt zu, was ist effektiv eingetreten. Und letztlich hat der Finanzplan auch eine Verständnisfunktion, weil so oder ähnlich jedes Unternehmen draußen in der Wirtschaft agiert. Ein Unternehmen macht Umsätze durch Verkäufe von Produkten oder Dienstleistungen, hat Kosten, Personal, Miete und so weiter und generiert daraus hoffentlich nicht Verluste, sondern Erträge. Durch diese Tabelle geht jeder Verkauf jedes Produkts und jeder Dienstleistung in einem bestimmten Unternehmen. Es macht also super viel Sinn, diese Sprache zu lernen und da sehr, sehr sattelfest zu werden. Kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 3. Wie ist ein Finanzplan aufgebaut? Und dazu wechseln wir in den Screencast-Modus. So, wie ist denn ein Finanzplan aufgebaut? Das schauen wir uns jetzt an am fiktiven Beispiel der lieben Steffi Schlau, unserer Lehrerin, die gerne Nachhilfe und Coaching-Dienstleistungen anbieten möchte. Sie hat sich also hingesetzt, hat ein schönes Excel-Dokument gebaut und hat sich überlegt, na, was kann ich wohl an Umsätzen, an Gewinnen erzielen, wenn ich mich hinsetze und mir überlege, welche Produkte und Dienstleistungen ich über die nächsten Jahre verkaufen könnte. So, und dafür hat sie diesen Finanzplan gebaut, den wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Der ist aufgeteilt in ein, nicht erschrecken, Finanzplan-Jahresübersicht, wo wir quasi über die verschiedenen Jahre detailliert haben, was wir verkaufen, zu welchen Kosten und welche Überschüsse, also welche Gewinne oder Verluste pro Jahr jeweils erzielt werden können. Das zweite Tab ist, und da spielt wirklich die Musik, der Finanzplan in der Monatsansicht, wo wir uns genau überlegen oder überlegt haben, wie viele Produkte, zu welchen Preisen wir über die Monate und damit in Summe über die Jahre verkaufen können, was dann wiederum im Tab Jahr zusammengezogen wird. Also wie hier oben beschrieben, das ist das nicht zu bearbeitende Tab des Finanzplans, weil dieses Tab automatisch die Daten aus dem Finanzplan Monat zusammenzieht. Und wir haben uns zusätzlich hier noch überlegt, wie hoch die Gründungskosten für dieses kleine Unternehmen sein könnten und wie denn die Kapitalbedarfsplanung ist, also wie viel Cash braucht die Steffi in den ersten 12 Monaten, um überhaupt starten zu können, weil das Business wird ja nicht ab Tag 1 sofort Profite abwerfen, sondern wahrscheinlich werden wir erstmal ein paar Verluste einfahren mit dem Setup-Aufwand, den wir im Unternehmensaufbau haben. So, jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil und stürzen uns einfach mal rein in die Übersicht. Und ich will euch erklären, wie dieser Finanzplan in der Jahresansicht aufgebaut ist. Die Logik ist wie folgt, das sagt ja das Wort Jahresplanung schon. Wir haben also eine Planung der Umsätze, der Kosten und der Gewinne von der Steffi über die verschiedenen Jahre. 23, 24, 25 und 26. Das Spannende an diesem Finanzplan ist, dass wir zusätzlich die Wachstumsraten von jetzt hier im Beispiel Umsatz mit Nachhilfestunden 2023 auf 2024 dargestellt haben. Die Umsätze in diesem Umsatzkanal, ihr seht, wir haben hier mehrere Umsatzkanäle, aber die fangen teilweise erst später an. Also wir haben vorgenommen oder wir haben angenommen, dass die Steffi im Jahr 2025 auch einen Online-Kurs rausbringt und mit diesem in dann knapp 6.000 Euro Umsatz macht. Aber bleiben wir bei den Wachstumsraten, weil das ist das Spannende und das ist auch etwas, worauf Investoren immer gucken. Sind diese Wachstumsraten realistisch oder hat der Gründer sich, wie so oft, in Excel einfach schön gerechnet? Und Steffi hat hier, wie ich finde, einen ja, teilweise ambitioniertes, aber dann auch wieder etwas konservatives Wachstum angenommen. Sie plant nämlich im kommenden Jahr 2023 mit Nachhilfestunden und dem Verkauf von Formelblättern
8.850 Euro Umsatz zu machen. 2024 steigert sich dieser Umsatz, er verdoppelt sich nämlich fast, also nicht plus 100%, sondern plus 78% auf 15.720 Euro. Dann geht es wieder krass weiter, in 2025 geht der Umsatz hoch auf 26.000 Euro und so weiter. Das können wir jetzt im Detail machen. Aber wir wollen ja verstehen, wie ist diese Finanzplanung, der Finanzplan aufgebaut. Also die Jahresübersicht haben wir verstanden. Wie ist jetzt aber die Logik des Finanzplans? Die Logik ist relativ einfach, weil ein Finanzplan ist so aufgebaut, dass in einem Block die Umsätze dargestellt werden, also mit welchen Umsatzkanälen oder Produkten oder Dienstleistungen verdient die Steffi wie viel Geld. Also wir haben immer einen Umsatzblock pro Jahr und von diesem Umsatzblock werden Kosten abgezogen. Warum? Na, wir können ja diese Produkte und Dienstleistungen nur verkaufen, wenn wir selbst dafür Aufwand reinstecken. Und diesen Aufwand wollen wir vergütet haben, zum Beispiel im Bereich Personal. Also wenn wir Personalkosten, wenn wir Personal einstellen, um diese Dienstleistungen oder Produkte zu verkaufen, dann wollen wir ja Geld dafür sehen. Und diese Kosten sind in der Finanzplanung im Block Kosten unter Personal registriert. Weiter haben wir Kosten wie zum Beispiel Waren und Rohstoffe oder Mietkosten oder Kosten für Telekommunikation und Software und so weiter. Also von den Umsätzen über die verschiedenen Jahre werden Kosten auch über die verschiedenen Jahre abgezogen und daraus resultiert dann ein hoffentlich nicht Verlust, sondern Gewinn. Vom Gewinn werden Steuern abgezogen und dann bleibt ein sogenannter Gewinn nach Steuern. So, und das ist die relativ einfache Logik, wie ein Finanzplan aufgebaut ist. Den habe ich jetzt in dieser Vorlage noch etwas ergänzt, um relevante oder wie ich finde spannende Kennzahlen, wie nämlich Umsatzrendite ist, wie die Gesamtkostenquote ist, Personalkostenquote und so weiter. Würde jetzt aber den Rahmen dieses Videos sprengen, weil wir primär einfach nur den Aufbau verstehen wollen. Jetzt hier in der Übersicht Jahr. Jetzt gehen wir in den Übersicht Monat. Spannenderweise ist die Logik natürlich nicht anders als in der Übersicht Jahr. Wir haben also genauso hier oben Umsätze, die jetzt aber nicht auf Jahresebene, sondern auf Monatsebene aufgeteilt sind. Wir machen also als Beispiel im Monat, oder nicht wir machen, sondern wir planen also als Beispiel im Monat Januar 2023 mit dem Verkauf von Nachhilfestunden 200 Euro Umsatz zu machen. Und jetzt ist die Frage, ja, wo kommt denn das her? Weil das Spannende in einem Finanzplan sind nicht primär die Zahlen, die sich hier ergeben, sondern das Spannende sind die Annahmen, die hinter diesen Zahlen liegen. Und das schauen wir uns jetzt an, weil hinter diesen 200 Euro versteckt sich eine kleine Formel, nämlich C39 mal O40. Also diese Zellen werden miteinander multipliziert und wir scrollen einmal runter und sehen, hier ist das Feld der Annahmen und Variablen. Und hier haben wir uns überlegt, dass wir pro Monat eine bestimmte Anzahl an Nachhilfestunden verkaufen. Im Januar haben wir uns nämlich überlegt, wir verkaufen 5 Nachhilfestunden. Im Februar 15, im März 15, im Februar 10, im März 15, im April 20 und so weiter. Das heißt, im gesamten Jahr planen wir 2023 150 Nachhilfestunden zu verkaufen und wir haben als Annahme definiert, dass wir für eine Nachhilfestunde 40 Euro verlangen. Wenn wir jetzt also hochgehen, hier in die Zelle C8, dann steckt hinter dem Umsatz Nachhilfestunden die Multiplikation der Annahme 5 Nachhilfestunden mal 40 Euro gleich 200 Euro. Und das gleiche gilt für Februar. Da haben wir uns überlegt, 10 Nachhilfestunden mal 40 Euro gleich 400 Euro. So, wenn wir das ganze Spiel jetzt durchziehen, machen wir also im Jahr 2023 6.000 Euro Umsatz mit Nachhilfestunden. So, von diesem Umsatzblock kommen jetzt Kosten in Abzug, weil damit wir diese Umsätze machen können, entstehen uns zahlreiche Kosten. Und die Logik ist wieder gleich, weil hinter diesen Waren und Rohstoffen wieder Variablen und Annahmen liegen, was denn zum Beispiel Formelblätter in der Produktion kosten. Diese Kosten werden unter dem Posten Waren und Rohstoffe in Abzug gebracht. Wir haben auch Personalkosten, weil Menschen für die Dienstleistung und die Steffi auch selbst einen Unternehmerlohn haben will für diese Dienstleistung, die sie erbringt. Wir haben Mietkosten, IT-Kosten und so weiter. Und wenn man diese Kosten zusammenzählt, pro Monat kommt man auf Gesamtkosten jetzt im Januar 2023 geplant von 369 Euro.
So, und jetzt ist spannend, was passiert, wenn man vom Umsatz die Kosten in Abzug bringt. Wenn wir uns das anschauen, jetzt im Monat Januar 2023, haben wir Umsätze von 295 Euro, Kosten von 369 Euro. Das heißt, wir machen einen Verlust geplant vor Steuern von 74 Euro und einen Verlust nach Steuern von minus 100 Euro. Wenn wir das Ganze jetzt summieren über das komplette Jahr 2023, dann sind wir bei einem Gewinn im kompletten Jahr 2023 von 721 Euro. Ihr seht, das ist wieder die gleiche Zahl. Aber nochmal, die Zahlen per se sind semi-relevant. Viel spannender sind die Überlegungen, die man sich im Hintergrund hier bei den Annahmen und Variablen gemacht hat. Und es sind auch genau die Überlegungen, die man über die Zeit challengen muss. Weil wir sind jetzt in 2022 und haben uns überlegt, im Januar 5 Nachhilfestunden zu verkaufen. Was, wenn wir 15 verkaufen, effektiv dann im Januar? Weil all die Zahlen hier sind im Moment nur Planzahlen. Die müssen aber ins Verhältnis gesetzt werden mit den Ist-Zahlen. Und aus dem Ins-Verhältnis-Setzen lernt man über die Zeit, besser zu werden in der Planung, weil man ja die Erfahrung schon gemacht hat in den Verkäufen von Nachhilfestunden, in den Verkäufen von Formelnblättern. Also es ist eine Art Einschleifen über die Zeit. Und dieser Finanzplan ist auch gleichzeitig eine Benchmark, weil man hat sich ja überlegt, so und so viel zu verkaufen. Und wenn wir jetzt annehmen, dass wir zum Beispiel im Juni sind, also die erste Hälfte des Jahres ist bereits vorbei und wir haben aus welchen Gründen auch immer bis und mit Juni nur 2.000 Euro Umsatz gemacht oder 1.000 Euro Umsatz gemacht, haben aber geplant für das Gesamtjahr 6.000 Euro Umsatz zu machen. Ja, da muss ich entweder die Planung korrigieren oder fürs zweite Halbjahr richtig, richtig Gas geben, damit ich auf meinen Planumsatz komme. Also ihr seht, eine weitere Funktion des Finanzplans ist nicht nur das Benchmarking, mit was man sich ursprünglich mal überlegt hat und die Anpassung, sondern es ist auch eine Zielfunktion. Man hat sich ja was vorgenommen und diese Ziele will man unbedingt erreichen. So, und dieses Spiel der Umsatz minus Kostendarstellung kommend aus verschiedenen Variablen und Annahmen, die man sich überlegt hat, daraus resultierend ein Gewinn oder ein Verlust. Das machen wir jetzt nicht nur über die Monate Januar bis Dezember für 23, sondern natürlich auch für 24, für 25 und auch für 26. Und ja, das ist eine saumühsame Arbeit, weil man sich immer im Detail überlegen muss, Annahmen treffen muss, Dinge unsicher bestimmen muss und die dann in so feste Zahlen gießen muss. Aber was man daraus gewinnt, was man daraus lernt, ist ein gutes Gefühl für die Economics dieses Geschäfts. Und das ist nicht nur relevant für dich, das ist relevant für Banken, das ist relevant für Investoren. Und es gibt dir am Schluss als Gründer, als Gründerin ein Gefühl für die ökonomische Potenz deines Geschäfts. Und es lässt dich überlegen, gegeben die Zahlen, die wir jetzt hier fiktiv eingetragen haben, boah, aber wenn ich mit diesem Business bis 2026 nur 33.000 Euro Umsatz mit diesen Produkten und Dienstleistungen machen kann, das ist mir irgendwie zu wenig. Ich muss mir da weitere Gedanken machen. Ich will da mindestens noch einen 5. und 6. Umsatzkanal, weil ich muss irgendwie auf 100.000 oder 150.000 kommen, damit hier unten was bleibt, wovon ich abzüglich meine eigenen Personalkosten gut leben kann. So, schauen wir uns zum Schluss noch die Verhältnisse an, weil das ist eine weitere schöne Funktion eines Finanzplans. Und jetzt gucke ich mal hier so auf die Personalkosten und die wachsen ja ziemlich stark über die ersten 3 Jahre, aber sinken nachher komplett. Warum ist das denn so? Also wir haben 2025 10.000 Euro Personalkosten, 2026 nur noch 2.000 Euro, obwohl wir deutlich mehr Umsatz machen. Also wie kann es sein, dass wir im Umsatz stark wachsen, nämlich fast 25% mehr, in den Personalkosten aber 80% weniger haben. Ist das ein Fehler? Wenn wir es uns etwas detaillierter anschauen, dann findet man raus, wir machen im Umsatzkanal Nachhilfestunden von 2025 auf 2026 deutlich weniger. 25 verdienen wir 11.000 Euro, 2026 nur noch 2.000 Euro. Wir haben also 80% weniger Verkäufe von Nachhilfestunden. Und genau die sind personalintensiv.
Wir machen trotzdem 2026 im Vergleich zu 2025 mehr Umsatz, aber der wird primär gespiesen durch den Verkauf von Formelblättern und durch den Verkauf von Online-Kursen und Büchern. Handkehrum haben wir also, wenn wir weniger Nachhilfestunden haben, auch weniger Personalkosten. Und so erklärt sich eine Eingangsunplausibilität doch wieder plausibel, weil man sich's aus den Zahlen mit einer Geschichte plausibilisieren kann. Und das ist letztlich, was Gründer, was Investoren mit diesem Finanzplan machen sollten. Der Finanzplan erzählt eine Geschichte, das sind Zahlen und Zahlen gehören ins Verhältnis gesetzt und interpretiert. So, und damit haben wir einen Finanzplan im groben Aufbau verstanden. Ein Finanzplan geht immer über mehrere Jahre, dabei machen 4 Jahre ziemlich viel Sinn. 3 ist etwas knapp, 5 ist wahrscheinlich eher etwas zu bullshittig, weil je weiter in der Zukunft, desto unsicherer. Und ein Finanzplan ist immer aufgebaut, indem man die Umsätze prognostiziert. Die Umsätze speisen sich aus verschiedenen Kanälen. Die Umsatzkanäle wiederum basieren auf verschiedenen Annahmen. Und die Annahmen haben wir hier in dem Finanzplan Monat kennengelernt. Und aus diesen Umsätzen, die wir jetzt hier in der Finanzplan-Jahresübersicht machen, werden entsprechende Kosten abgezogen, die zur Erbringung dieser Produktverkäufe oder Dienstleistungsverkäufe notwendig sind. Das sind meistens Waren und Rohstoffe, Personalkosten, Miete, IT, Kommunikation, Fahrzeug, Marketing und so weiter. Und wenn man jetzt also von den Umsätzen die Kosten in Abzug bringt, dann resultiert im Finanzplan der entsprechende Gewinn bzw. Verlust. Und diese Zahlen lassen sich über die Zeit ins Verhältnis setzen und daraus eine Geschichte lesen oder die Zahlen interpretieren, um zum Beispiel zu sagen, wie attraktiv dieser Case, die Ökonomie dieses Startups ist. Weil man Wachstumsraten herauslesen kann, weil man rauslesen kann, wie hoch die ökonomische Potenz dieses Unternehmens ist, also wie viel Profit dieses Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel 2026, abwirft. Das war Finanzplan verstehen in 20 Minuten. Ich werde in naher Zukunft ein Tutorial-Video hochstellen, wo wir der fiktiven Steffi Schlau die Nachhilfedienstleistungen anbietet, von null auf in etwa einer guten Stunde einen kompletten Finanzplan bauen, mit allen Überlegungen, mit allen Annahmen, mit allen Hintergrundinformationen, sodass du besser verstehst, wie man von null auf einen intelligenten Finanzplan kommt. Wenn du da Bock drauf hast und auch weitere Informationen und Lehren rund um Startups und Unternehmertum ziehen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und wer weiß, vielleicht sehe ich dich gleich im nächsten Video. Bis dahin, Servus!